Moin, Gesäcke. Nachdem wir uns letztes Mal ausschließlich mit den weiblichen Geschlechtsteilen befasst haben, sind viele Zettel im Kummerkasten eingegangen, ob es denn auch so viele verschiedene Kategorien im Thema männlicher Geschlechtsteile gibt. Oder wie ich sie gerne nenne, Wünschelruten. Und ja, gibt es. Und da Wünschelruten eins meiner liebsten Themen ist, sprechen wir da heute drüber. Vorab sei gesagt, es gilt hier genau dasselbe wie für Frauen. Keins ist schöner als das andere. Ja klar, ich habe so hässliche gesehen. Das ist ja nicht, dass mich jemand nach meiner Meinung gefragt hat, aber ich finde, mit deinem Gesicht solltest du mich ein bisschen zurückhalten. Wir fangen an mit dem Eiffelturm. Wir hätten die Linksabbieger, die Rechtsabbieger, nicht zu verwechseln. Mit den schiefen Türmen von Pisa gibt es auch hier einmal linksorientiert und rechtsorientiert, was nichts mit der politischen Meinung zu tun hat. Den Sonnenflutträger, den Mr. Incredible, rechts Schulter, kleiner Kopf. Den Schauspieler, der bevorzugt in Film- oder Biologiebüchern eingesetzt wird, absoluter Schwachsinn. Den Klaas-Häufer-Umlauf, klein, aber dafür gut aussehen und extrem gut in dem, was er tut. Den Optimisten, den antiken Wasserhahn. Und all diese wunderschönen Varianten gibt es einmal mit und einmal ohne Superhelden-Cape. Okay, noch Fragen?